Wenn das hier runtergeht, hey, ja, dann aber, zwei. Ja, du Kalle sagst, musst auch Kalle, sagen. Kalle, ja, ich Kalle, okay, du sagst, geh mal dahin, jetzt mach den mal weg. Ja, jetzt warte mal. Aber nee, das ist jetzt nicht meine Schuld. Du sagst, geh da mal hin, mach den mal weg. Ich wusste doch nicht mal, dass das hier eine Lebensanzeige ist. Ja, der ist doch rot und das ist Blut. Junge, du musst mir doch sagen, was ich machen soll. Ich hab doch keine Ahnung von dem Game. Junge, du spielst doch nicht zum ersten Mal Computerspiel. Ich übel die Nerven verloren. Du hast ja, ja ich halt mein Maul, du hast die Bar leer gesoffen. Ich halt mein Maul. Ach, sterzig. Nee, jetzt ist auch egal. Herzlich willkommen zurück zu Hart aber herzig 2 mit Kalle ohne Sterzig. Nice. Scheiß. Heiß. Ja, es ist mal wieder soweit, denn es ist an ich der Zeit. Ich trage heute ein langes Kleid. Ja, ja richtig. Okay, krass. Ja, ihr habt es gestern schon gesehen beim Henno. Gab es endlich mal wieder eine Folge. Herzig 2, schaut da gern vorbei. Wir haben Mephisto. Na, da waren wir mal vorbeigeschaut. Tötet? Naja, wir sehen ja, dass ich jetzt hier im Akt 4 stehe. Also haben wir es ja offensichtlich überlebt, aber schaut gerne mal rein, es war cool. Außerdem ist es eine Folge, die zusammengepflegt aus Generationen und Wochen und alles mögliche. Ja. Ja. Was wir aber dann jetzt letzte Woche nicht, oder was wir in der letzten Folge nicht hatten, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir in den Spendenstand nochmal ordentlich reingeschaut haben, der mittlerweile bei 27.000 Euro und 110 ist. Ne? 1.255 Spenden sind mittlerweile reingekommen und es kommen sogar immer noch welche rein. Also hier vor 16 Stunden nochmal 50 Euro. Wollte das Format erst nicht schauen, wegen dem bitteren Beigeschmack bei Blizzard, aber mit diesem Projekt finde ich es einfach nur Ehre. Ja, nice. Dachten wir uns auch, aber dann kam die Serversituation. Was wir jetzt machen, habe ich jetzt hier schon refreshed? Nee, habe ich nicht. Aber hier steht jetzt, zum Beispiel der nächste Meilenstein wird jetzt bei 30.000 reaktiviert. Wir haben ja schon damit gerechnet, also ne, 27.000, unnormal viel Asche, muss man mal dazu sagen. Aber wir haben schon damit gerechnet, dass dann irgendwann so ein bisschen abflacht. Und es kam ja noch hinzu, wir haben jetzt einfach anderthalb Wochen keine Folge gebracht. Und dann ist es natürlich klar, dass da erstmal... Flacht das Thema ab. Genau. Deswegen werden wir jetzt anpassen auf 1.000er-Schritten wieder. Das bedeutet, bei 28.000 gibt es den nächsten Meilenstein. Da könnt ihr auch gerne mal wieder was reinschreiben in die Comments, ne, falls ihr da irgendwie eine coole Idee habt. Ansonsten gibt es ja immer noch den Hashtag Herzig2 auf Twitter, nicht Herzig1, sondern den hier. Und da wurden auch schon einige Posts gemacht bezüglich, man kommt ja mal wieder was, Henno, ne? So. Ja, also vielen Dank auch dafür die Beiträge. das eine oder andere Intro kam auch bei. Ja. Und uns wurde ein Bild gemalt. Richtig. Mega cool. Das ist richtig nice geworden. Soweit ich weiß, ist das von dem Thumbnail-Zeichner von Dalukart. Wir blenden das jetzt mal ein. Zack, da ist es. Ne? Schicke Kiste. Und vor allem du als Zauberin und ich als Paladin. Wenn man es auf Detail achtet, ne? Ja. Dann sieht man es. Es hat mich umgehauen. Ich weiß noch, ich war da gerade in der Wanne, als ich es in deiner Insta-Story gesehen habe. Und da kamen ein paar Blubberblasen hoch. Geil, weil du gefurzt hast. Finde ich eine Ehre. Gut, ansonsten haben wir letztes Mal, wie gesagt, Mephisto. Haben wir da jetzt eigentlich was Geiles bekommen? Pass auf. Ich würde mir jetzt den Helm angucken. Ja. Wir haben nämlich einen grünen Helm bekommen. Eisenhelm, Eisenhut. Richtig. Arcanas Kopf. Oh, ich weiß gar nicht, von welchem, also für welche Klasse der gut ist. Was kann der denn? Lebensregeneration plus 4. Mhm. Ist das viel? Prozent oder nur 4? Plus 4. Ja, das ist nicht so viel. Das ist Angreifer, dann quasi, ja. Angreifer erleiden Schaden von 2. Ja. Das war's. Ja, ist ja scheiße. Das ist ja komplett Müll. Ja, also Lebensregeneration funktioniert glaube ich so, ich weiß gar nicht, ob das da hier beisteht. Nee, es steht hier auch nur plus 3, weil wenn du ja auf C drückst, kannst du auf diesen Haken detaillierte Werte nochmal klicken. Da steht bei mir jetzt aber nur plus 3, weil ich das jetzt durch den Ring bekommen habe. Aber ich glaube, ich weiß es nicht 100%, aber ich glaube, dass das pro 5 Sekunden oder pro 10 Sekunden bedeutet. Oder pro Sekunde sogar. Okay. Eins von den dreien. Und 10% Life Leech habe ich mittlerweile. Das ist richtig geil. Das ist Ehre. Ja. So, dann habe ich hier noch so eine Rüstung bekommen. Kannst du dir mal angucken, wenn du Lust hast? Weiß nicht. Das ist wahrscheinlich noch die Verstohlenheit auf dem Kopf. Die brauche ich auch, ja. Aber vielleicht für Begleiter ist das ja was. Ich würde den Helm einfach mal in die Truhe legen, falls wir ein zweites Teil finden. Weil die Set-Boni vielleicht ja schon was bringen. Ich weiß es tatsächlich. Das Ding ist, das ist halt.
gehärtetes Leder, das ist halt aus dem ersten Akt. Ja. Das hat halt 27 Verteidigungen, also das kannst du behalten, den Müll. Kannst du in die Altkleidertonne packen. Dann würde ich das jetzt einfach verscherbeln, weil das Geld ist gar nicht gebrochen. Also Mephisto, der Kampf war weder spannend noch der Loot gut. Ich bin enttäuscht. Ja, das hatten wir aber bei Duriel tatsächlich auch. Auch, ja. Vielleicht wird Diablo ja eine Herausforderung für uns. Es haben ganz viele Leute auch jetzt mittlerweile geschrieben. Ich habe jetzt nochmal alles durchgelesen. Ja, auf normal, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Jetzt haben natürlich auch ganz viele Leute gefordert, spielt bis Hölle, aber dann sitzen wir hier nächstes Jahr noch. Ne? Ja. Haben wir auch schon mal erwähnt. Ja, das macht nicht so viel Sinn. Also, was heißt Sinn? Ne? Klar, kann man machen, würde auch wahrscheinlich uns Spaß machen. Aber wir wollen ja jetzt nicht bis in alle Ewigkeit hier Diablo spielen. Von daher passt. Ja, zumindest. So. Also ich schon tatsächlich, aber ich will nicht... Ja, aber nicht nur auf dem YouTube-Kanal. Genau, also ich zock das ja privat gerade mega viel. Und ja. Gut, ansonsten haben wir neue Quests bekommen. Storytechnisch, ihr habt es ja auch bei Max gesehen. Diablo ist aus dem Wanderer erschienen und hat sich jetzt hier in der Nähe der City versteckt. Hat sich hier eine Basis gebaut, ja, so nach dem Motto. Den müssen wir jetzt finden. Stöckern. Außerdem haben wir durch Mephisto, als wir den weggemacht haben, den Seelenstein von ihm bekommen. Den können wir in der Höllenschmiede zerdeppern. Dafür brauchen wir aber einen Hammer. Hier gibt es aber direkt davor, da ist nämlich nochmal so ein Schmied wie aus dem ersten Akt. Oh, nett. Und wenn wir den passend. Aus dem Seelenstein entspringen dann Runen und Edelsteine, die wir dann für unsere Items verwerten können. Und die könnten tatsächlich echt gut sein. Da müssen wir dann mal schauen, was wir da so rauskriegen. Denn es gibt ziemliche Billo-Runenworte. Da wollte ich sowieso dich mal fragen, was du mittlerweile für Runen hast. Weil es gibt ein Runenwort, was richtig Billo ist und was richtig richtig stark ist. Und ich wollte mal wissen, ob du eine Tal und eine Tool hast. Also, ich habe 4 El. Ja. Eine Tal. Ja. Und 2 Rahl. Wir können gern wieder die Gräfin einmal umklatschen. Ja. Ich bin ja weiterhin Fan davon, wenn wir jetzt richtig viel Feuerresistenz haben. Ich habe ja gecapped. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Rahl ständen dir zur Verfügung, 2 Stück. Ja, ich habe tatsächlich 60%. Ich würde damit erstmal worken. Wir können mal nebenbei, lass mal zur Gräfin. Lass das mal eben machen. Warte mal. Ja, okay. Ja. Das ist ja nebenbei gesagt. Wir können ja dann Planung machen. Und währenddessen ja auch weiterreden. Genau, weil wir jetzt ja schon wieder hier 7 Minuten rumstehen. Na gut, eben. Nervt mich auch. Also es gibt ein Runenwort, das uns 2 zu allen Fertigkeiten bringt. Das ist nämlich Geist. Oder Spirit. Im Fachjargon sagt man ja immer auf Englisch. Und das ist ultra krass. Das gibt auch Resistenzen. Das gibt vor allem für dich ganz geil Faster Cast Rate. Bis zu 35%. Richtig nice. Also, dass du, ne? Ich hab ihn. Zauberrate hast. Jo. Geilo. Family. Mein Typ ist schon wieder tot. Ach, ich glaub, immer noch. Der ist eben bei Mephisto. Vorhin bei, also gestern. Ja. So. Ja, die können ja alle nichts, ne? Wissen wir. Ruff. Ja. Und nochmal. Also, ich hab's, glaube ich, in der letzten Folge auch irgendwann in einer der Aufnahmen gesagt. Ich bin erstaunt darüber, wie wenig ich tatsächlich doch über dieses Spiel wusste. Also wie viel mehr ich jetzt über das Spiel weiß. Ja, ich weiß natürlich, wie es funktioniert, aber ja. Naja, du hast es halt früher viel gezockt und das war so dein Wissenshorizont. Ja. Und ich meine, ich kenne das auch aus anderen Spielen. Oder generell, früher, als man noch jünger war, hat man ja auch ganz oft Spiele gar nicht geschafft. Also ich habe einfach ganz oft Spiele... Da war ich dann stuck bei einzelnen Missionen oder so, erinnere ich mich noch. Ja. Weil das einfach zu krass war für mich. Ja, kenne ich auch noch. Tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt, ja, damals ist man nicht einfach direkt bei der kleinsten Hürde auf Google gegangen und hat sein Problem behoben lassen durch Wissen von anderen. Ja, und ich glaube, ja, du guckst dir jetzt halt irgendwelche Guides an und denkst dir, krass, heftig. Hätte ich nie gedacht. Ja, ich hatte das. Aber das ist auch schön. Ich hatte es ja mal erwähnt, dass ich mir diesen amerikanischen Streamer da angucke. Ja. Mr. Lama LC, Junge. SC. Und der lebt das Spiel halt, ne? Man merkt das halt. Der spielt auch, der hat bevor. Oh, nur eine El, das ist ja richtig wack. Bevor das Spiel rauskam, hat der. Na, klasse. Erstmal raus, ist alles so laut. Falsch gemacht. Ja! Bevor das Spiel rauskam,
hat der... Alle? Microphone activated. Ich habe irgendwie gerade mein Mic gemutet aus irgendeinem Grund. Ach so. Ich saß hier so. Das letzte, was ich gesagt habe, L. Ja, vor allem, ich habe das, so. Ich habe auch gesagt, scheiße, nur eine El. Und du so, L. Und da kam einfach nichts mehr. Jo. Und ich höre dann einfach einmal dieses Piepgeräusch, wenn man sein Mic gemutet hat. Und ich so, hä? Warum, wie ist das denn jetzt passiert? Naja. Naja. Was wolltest du denn gerade sagen? Dass ich mir diesen Ami-YouTuber mal angeguckt habe und dass der das Spiel halt lebt und der einfach alles weiß. Also gefühlt weiß er einfach alles. Das ist so krank. Krass. Okay, was hier mit Tyrael? Wer ist? Der belebt dir deine Leute wieder. Kannst aber keine neuen anheuern, glaube ich. Okay. Was machen wir jetzt? Wo sind wir, Kalle? Was soll das alles? Wir sind Diablo auf der Spur. Wir sind in einer alten Stadt, die tatsächlich noch Reste über hat. Die Festung des Wahnsinns ist umstellt von Dämonen und das ist so die letzte Befestigung. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, dann sind da richtig krasse Dudes und wollen uns ans Leder. Okay, krass. Alter, ich bin heiß. Ja, was wir jetzt wollen, wir wollen jetzt den gefallenen Erzengel Isual finden, denn den müssen wir einmal umklatschen. Die Belohnung ist ultra fett. Wir kriegen nämlich einen Skillpoint for free. Oder halt für als Belohnung. Ja. Und das machen wir jetzt. Und wir müssen da sowieso an dem vorbei, deswegen gehen wir jetzt hier runter. Okay, warte. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch. Genau, wo ist das hier? Ist das auf der Erde oder ist das? Das ist in der Welt. Santuario ist quasi so das oberste Gebiet, in dem sich jetzt hier die. Also früher Engel hier und Dämonen. Kloppen sich hier die Engel und Dämonen jetzt? Nee, hier jetzt nicht, aber haben sie früher. Aber jetzt hier so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Aber seit Diablo jetzt wieder hier ist, ist hier wieder die Hölle los. Ja, weil ich dachte, Diablo ist der Vorbote. Okay. Junge, da haben die Säbel. Das ist dann halt Ritter der Verdammnis. Die kriegen ja gar keinen Damage. Ja, doch. Na gut. So, die Giftfürsten, die machen halt Feuerspucken. Aber auch die sind absolut gar kein Problem. Alter, da war ein ganzer Smaragd gerade. Den habe ich ganz eingesammelt. Ja. Heftig. Heftig. Jo, ich mache hier viel, viel weniger Schaden. Krass. Ja. Ja, die haben, glaube ich, auch so ein bisschen Feuer drauf, Alter. Ja, scheiße. Aber dafür machst du AOE, Junge. Und das ist geil. Ja, wo sind die Engel? Die gibt's hier nicht. Ja, Lappen. Wir sind hier quasi alleine. Gut, dass die Giftfürsten Feuer speien. Ja, oder habe ich das falsch gesehen? Nee, machen sie. Aber es gibt, die machen auch, glaube ich. Nee, jetzt machen diese Ritter der Verdammnis, ne? Die machen so einen Giftfluch, glaube ich. Also diese Ritter, die können. Nee, guck, der spuckt doch Feuer. Ja, klar. Aber es gibt halt diese Ritter, die haben wir eben schon gesehen. Oh, hier ist ein Mana-Schrein. Der menschliche Körper. Einfach nur nice. Ja. Beherrschung. So. Also hörst du mir jetzt zu? Hier, diese Ritter. Die können Flüche machen. Und dann kriegst du halt irgendwas Negatives. Und es gibt zum Beispiel einen Fluch später, der ist ganz schlimm. Der nennt sich Eiserne Jungfrau. Und dann verletzt du mich selber, oder? Richtig. Und das ist richtig scheiße. Okay, woran sehe ich, ob ich den drauf habe? Du hast so quasi so ein Zeichen über deinen Kopf. Okay. Das sieht aus wie so Luftschlangen, die über deinen Kopf sind. Zumindest war es früher so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Verstehe. Der hat das Herz auf dem Rücken. Ja, Otto. Otto. Otter. Otter. Ich bin Level Up. Heftig, Digga. Ich gleich auch. Ja, also wir laufen ja hier einfach so durch. Das ist ja der Kranke. Wahnsinn, ist das der Blanke. Ey, warum kann ich das nicht skillen? Hier bin ich hier noch. Krass. Ich hatte Inferno noch gar nicht geskillt. Scheiße. Alter, wie schnell der drauf war. Ich brauche noch eine Weile auf Meteor. Krass. Was? Ja, locker 4-5 Level, ey. Scheiße. Ja, aber wir sind jetzt ja auf der Zielgeraden, ne? Wenn wir nicht sterben. Ja, also der vierte Akt ist sehr entspannt kurz. So von der Länge. Wir hauen den einen jetzt um, dann suchen wir die Schmiede und dann gehen wir schon zum Diablo. Ja. Und am Ende, falls du dich noch erinnerst, war der dritte Akt ja auch entspannt. Das war ja nur dieser riesen Dschungel, durch den wir gelaufen sind. Und auf einmal ging es dann ja auch recht flott. Ja. Jetzt habe ich auch nicht. Naja, dritter Akt war schon, ja. Ja, einfach nervig, Digga. Ja, ach komm. So. Warum wird er jetzt gehauen? Ich hau hier, Leute. So, brauche ich hier noch irgendwas? Korpulenter. ist einfach ein Korpulenter. Junge, was ist das für Viecher? Ja, das ist ja richtig. Oh, der ist ein Chef. Das ist ein Chef? Ja, ihr habt keinen Mana. Scheiße. Mayday, hab keinen Mana. Ja. Mayday. Ich krieg halt Zero Damage, ne? Das
ist ja heftig. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, habe ich das Spiel lauter gemacht? Jo, Alter, das muss ein bisschen leiser. Ja, Goldkopf. Jetzt hören wir dich ja nicht mehr, Henno. Moin. Wobei, du hast mir deine Stimme extra gegeben, ne? Ja, habe ich genommen. Ja, ich habe gerade nicht achtmal gebrüllt. Ja, hier liegen noch welche. Jetzt heul nicht rum, ich bunkere die doch nur. Wie so eine Liebeskugel ploppen die so aus seinem Arschloch, Alter. Ja, die werden auch immer größer. Einfach nur eklig. Jo, Essen leichter. Ja, ja. Man trainiert das ja, ne? Die Öffnung weiten. So. Oh, was machen wir hier? Junge, wir suchen die Treppe zum nächsten Gebiet. Okay. Ich finde geil, dass du meine Aussage einfach ignorierst. Naja, wir rennen hier rum und kloppen irgendwelche Korpulenten weg. Ja, die heißen so. Ja, ja, aber wir sind ja in der falschen Ecke, glaube ich, gelandet. Ich geh mal weiter. Aber unsere Jungs haben richtig Spaß zu stochern. Ja, ja. Ich zack, zack, zack. Ich hab gleich keine Ausdauer, das ärgert mich jetzt schon. Echt? Ja. Wie das denn? Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, keine Ausdauer zu haben. Ich hab so viel Vitalität. Echt? Ja. Wie viel hast du denn? 92. Siehst du, ich hab mehr. Ja, wie kannst du denn keine Ausdauer haben? Ja, indem ich laufe. Ja, ich auch. Ja, siehst und? Du? Ach, nee, ach komm, hör auf. Ja, ach du. Schütten so, ja, jetzt sind wir hier fast einmal rum. Haben wir schön geskippt hier, oder? Ich glaub, wir haben... Jo, hier ist es. Super. Das war einfach genau neben... Jo. Ja, wir sind einfach geile Leute. Ebene der Verzweiflung. So, und hier hängt er irgendwo rum. Ja, diese Seelen, die sind richtig badass. Theoretisch. Die kommen im Alten. Ja, die haben jetzt noch nicht einmal verflucht. Ja, sei doch froh. Ja, also. Ah, danke. Kam wieder eine Liebeskugel raus. Ja, aus dem Arschloch. Ey, der kackt die aus. Ekelhaft. Der kackt die aus. Ja, widerlich. Wo ist er denn hier? Wieso denn? Ist so ein blauer. Hier ist er. Machen wir ihn. So, so ein Zwischenboss, Digga. Genau, schön drauf. Ja, okay, ich mach gar kein Feuerdamage. Krass. Ich mach gefühlt auch keinen Schild. Ich brauch dringend eine neue Waffe. Dringend. Noch ein Schild. Scheiße, kannst du nicht eine Waffe droppen? So, der erzählt jetzt erstmal. Moin! Dass er keinen Bock auf Tyrael hat und. Ja, ich auch nicht. So, und deswegen hilft er lieber dem Bösen, bla bla. So, weiter geht's. Hab keinen Bock auf Tyrael. Deswegen helfe ich den Bösen. Jetzt müssen wir den Runtergang finden zum Flammenfluss. Flammenfluss, ey, die sind aber auch special hier alle, ne? Ja, klar. Ja, aber bisher läuft es doch ganz gut. Ja, ja, also ich denke, wenn wir in dem Tempo sogar weitermachen, sind wir heute schon fast dran an Diablo. Ehrlich gesagt. Sehr heftig. Diamond. Nehmen wir mit. Ja, der vergiftet der Hannes. Ja, ja, sag ich ja. So, wo ist denn hier der Abgang? Ist jetzt so ein. Ist es wieder so eine Treppe? Ja, die kann aber auch. Also die ist quasi mitten in der Map und führt dann hier halt. Ist einiges Feuer. Los. Ja. Ja, geilo! Hast du gesehen, den Mana-Trank, ne? Was hast du gesehen? Ob du den Mana-Trank gesehen hast? Junge, ich kämpfe gerade um mein Leben. Hä, du verlierst nicht 1% Leben. Ja, weil ich so gut bin und skilled. Hm. Ein Ring. Vorwärts. Um sie zu knechten. Na? So, den schaue ich mir jetzt an. 3% abgesaugtes Leben pro Treffer. Hab ich besser. Ich kann kaum reden. Ja, gut. Habe ich bessere? Ja, klar, du. Oh mein Gott. Ja, die machen auch nicht Blitzdamage. Die Feuerseelen hier sind brennend. Ja, 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 brennend. Ja, aber du da mit den anderen beiden Jungs, ihr klatscht die aber auch heftig um, ne? Ja, ja, aber wie gesagt, zack, 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 zack. Waffe, Digga. Ja, dann mach dir eine. Oh. Ja, ist ja widerlich. Ja, klar, aber besser so, ne? Ja, ja. So. So. Oh! Wo ist denn der scheiß Flammenfluss? Oh, Amulett. Oh. Wer ist er denn? Was macht der er brennt. Denn? Der danced. Jo. Dancing in the Moonlight. Okay. Oh, hoppla. Oh, hoppla. Oh, hier geht's weiter? Ja, du mal vorne.
Genau, nach der Stadt der Verdammten kommt nämlich der Flammenfluss. Ah, hier direkt. Ehre. Was? Alter, Speedrun. Jo. Kommt jetzt Diablo? Nein, noch lange nicht. Alles gut. Diablo müssen wir erstmal befreien. Ah, kommen wir später zu. Oh, ja, klar. Wer sind die? Ja, das sind die Fliegen. Ja, die ziehen dir das Mana aus der Tasche. Oh, hier ist ein Typ, der krass ist. Mhm. Ich brauch unbedingt eine Waffe. Doch nicht. Kettenpanzer, Junge. Actually ganz gut, weil. Also. Naja, nee. Ah, geil. Nur da. Null. Zack. 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 Ring. Ring. Ah, Ring, Ding, Ding. Ja, aber wir fegen hier ganz gut durch. Aber man macht weniger Schaden, das merkt man schon. Ja, also ich mach deutlich weniger jetzt. Aber ich brauche einfach nur einen besseren Knüppel. Ich nehme da jetzt auch alles x-beliebiger. Ich brauche einfach mehr Schaden. Ja. Ich glaube, meine Waffe gibt mir eh nichts so. Aber möglich. Hattest du nicht ein Runenwort mit der Waffe? Ja, ne? Aber die macht halt 11 bis 19 nur und. Uhr? Nur, nicht Uhr. Wasch dich. Die macht halt 11 bis 19 Uhr. Ja. Danach macht die keinen Schaden mehr. Dann müssen wir immer zu der Zeit aufnehmen. Ja, machen wir. Passend zu den Server-Uptimes. Jo. Alter, krasser Scheiß. Jo, jetzt kommen wir mal zurück. Okay, wir sind zu weit. Aber wir können in die Base. Die Stadt der Verdammten, dass wir den nicht haben, ist nicht so schlimm. Aber, oh, Leute, wie er den umgehauen hat. Heftig. So, jetzt gucken wir mal. Achso, Deckard, der ist ja jetzt oben. Genau, und zu Tyrael musst du einmal, der gibt dir was. Ja, aber ich habe keinen Platz. Ja, der gibt dir nur einen Skillpoint, den Platz hast du. Heftig, geil. Also. Zack, Feuerbrunst. Irgendeine Scheiße direkt aufgesammelt? Alter, geil. Noch ein Level, da habe ich Meteor. Doch nicht, wie am Anfang gedacht. So. Ja, das ist gelogen, ne? So, ich schmeiß dir mal hier zwei Mana-Tränke hin. Cool, danke. Und ein paar Regenerationstränke kannst du alle haben. Guck mal. Cool, danke. Nimm die bitte mit. Ja. Nimm die jetzt. Ja, ach komm, hör auf. Gibt's hier irgendwie eine bessere Waffe? Was braucht ihr? Ach, ich habe da extra Stäbe aus dem dritten Akt mitgenommen, damit ich die hier teurer verkaufen kann. Ja, aus dem zweiten. So. Oh, guck mal, so. Ich will hier einfach so ein Ding mitnehmen, Leute. Es ist wirklich scheißegal. Und sogar 10% Feuerwiderstand. Ich glaube, das mache ich. Weil das ist halt nicht mehr tragbar. Scheiß auf das Mana. Alter, sogar hier sind die gecapped. Heftig. So. Look, it's a damage boost. It's heftig. Ja, müssen wir machen. Ups. Ach, das ist nur für Amazone, das Speer. Na, ich hau den jetzt mit dem Hammer kaputt. Ein Kriegshammer am Start. Ach, so. Geil. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich, Hammer. Weißt du, das ist übertrieben. Hammer bist. Hammer bist. Früher gepumpt den Song, ne? Ja, war echt geil. So. Geil. Scheiße, Gifttränke nehme ich einfach mit, ne, weil ich es kann. Ja, ich sortiere gerade noch ein bisschen, aber zack, zack, zack. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin jetzt auch bereit. Also theoretisch, ich habe unnormal viel Geld. Und ich habe richtig viel Socken. Ich habe sogar makellosen Topaz. Heftig. Danke. Du hast unnormal viel Geld. Wie viel Geld hast du denn? 120.000. Echt? Gibst du mir das? Ja. Nö. Okay, schade. Ich habe dir ja letztes Mal auch irgendwie, also ganz am Anfang. Doch, klar. Was willst du? Ja, ich würde gerne ein bisschen ein Glücksspiel machen. Ich würde das Geld ein bisschen gerne verrollen. Weil ich einfach eine bessere Waffe brauche. Hier das. Ja, Beispiel. Gut. So, gib mir mal 50.000. Komm. Sei so gut. Ja, gerne, wenn du. Schmeiß einfach auf den Boden. Ja. Alter, wie das einfach liegt. Kommt die Ladung so, einfach so aus dem Portemonnaie auf den Boden. Ja, du glaubst es dir auf, wie so ein. Na, weiß klar. Ich nicht. Jetzt ist dieser scheiß Hammer hier natürlich nicht mehr da. Muss ich kurz rerollen hier. Ja, ein krasser Speer für meinen Dude wäre nice. Warte mal, wie viel Stärke hat denn der? Ah, ne, Geschick ist auf ich, ne? 83 Stärke, 62 Geschick. Haben wir da was? Ach so, steht ihr ja gar nicht, ne? Ja, ja. Eine Glefe? Mann, eben gab's den, jetzt gibt's den nicht mehr. Danke, Max. Was brauchst du nur? Dann kann ich mitrollen. Kriegshammer. Kriegshammer? Nur der? Also, ich habe hier einen Holzhammer. Nee, Kriegshammer. Nee. Das ist quasi wirklich so ein langer Stab mit so einem Hammer oben drauf. Ja, wie aus Mortau. Richtig. Den habe ich ja geliebt, du. Kannst immer richtig schön die Köpfe knacken. Ja, ja. Okay. So. Bei mir kommt auch keiner.
Morgenstern hat ganz viel, Abendstern, Mittagsstern. Sorry, Leute, aber es muss jetzt mal sein, ne? Ja, ja, ne, ist ja auch richtig. Hast du sonst richtig gut alles auf jedem Slot? Ja, ich habe jetzt auch 70% Feuerwiderstand, also es löppt der Lack. Ich habe Kriegshammer. Echt? Ja, zack. Ich habe auch einen. Also, wenn, dann ist so ein gelber interessant für mich. Richtig. Aber ich kann mir die alle mal angucken. Gleich schmeiß die mal auch hier alle hin. Da ist ein gelber, Alter. Heftig. Ich bin überladen. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ah, jetzt habe ich eh zugemacht. Geil, dann nehme ich mal hier den gelben mit. So. Okay. Gut. Mana pro Treffer, ja. Aber 120.000 Tacken, raus. Ja, ich verkaufe das gleich alles und gib dir wahrscheinlich alles wieder, was du mir gegeben hast. Das Wechselgeld. Kann ich dann zur Sparkasse gehen und wechseln lassen. Ja, wie früher mit Oma und Opa. Ja, ja, klar. Mann, jetzt hier war... Ja, Meteor hätte ich schon mal ein bisschen Bock. Ich early. So, das sind wir zurück, Du kannst auch verkaufen hier, ne? Wir gehen alle weg. Ja. Ich glaube, da ist nichts bei, was ich jetzt... Hoppala, Entschuldigung. Brauchen. Ja, alles Schmutz. Ey. Hoppala. Hm. Mann, ey. Entschuldigung. Der Blitzschaden. So. Oh, der Blitzschaden. Nee, ich habe hier noch mehr Schaden dazu. Nee, ist besser. Ja. Gut, dann habe ich jetzt mir sogar noch 4.000 von dir geborgt. Heftig, oder? Guck mal hier. Haben die so viel wieder eingebracht? Achso, ja, ich habe aber auch 50.000 ausgegeben. Nee, 60.000 sogar. Irgendwie das Geld einfach so flatscht. Ja, ja. Heftig. Ja, willst du zur Bank? Ah, nee, wenn du stirbst, ist eh egal, weil dann ist das Spiel vorbei. Nee, geteiltes Fach. Ja, ja, dann packst du zurück. Nee. Hä? Ich spiel zu Hardcore. Gut, gar nicht, ne? Hardcore scheiße. So, also, hier rechts lang wahrscheinlich. Sag. Gerne. Ja, guck mal hier, jetzt kriegen die halt deutlich mehr aufs Maul. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen langsamer in der Angriffsgeschwindigkeit, aber das ist halt okay. Schön. Hier ist Giftwiderstand. Jo, nehme ich mal mit. Oh, da kommen einige Jungs. Jo. Aber ich krieg halt Zero-Damage, ne? Also ist schon das ist halt echt krass. Also ich habe auch gar keine Lebensprobleme. Habe ich das so da drüben los? Ich feuer da mal ein paar rein. Die leiden richtig. Ja, wir suchen halt gerade diese Schmiede. Und dann sind wir mit dem Arkt auch schon bald durch. Gibt ja auch nochmal gute XP. Ja. Ich kann dir das hier schön wegtanken. Was sind diese roten Dinger, die da rumwandern? Roten Dinger? Ja, das, diese rote Spur. Das ist quasi deren Attacke von diesen komischen Geistern. Und wenn das nicht trifft, dann verlierst du Mana. Aber auch Leben. Oh, Junge, da sind ja einige. Ja, da gibt es hier mehrere von. Aber hier droppen auch die Mana-Drinks. Ja, ist doch cool. Ja, ist aber recht, cool, Alter. Schöner Vollhelm. So. Schön. Zack, weggeklatscht. Da hatte ich einen Leck. Ja, ich auch. Serverseitig, ne? Naja, klar, die fahren sich wieder was an. Funktionieren ja hier, Blitz. Feuerblitz, Digga. Ja. Feuerblitz. Attacke. So eine Attacke, ne? Ja. Ja. Ja, also, ich muss sagen. Ja. Für mich ist das irgendwie gerade sehr gerusht. Also, wir ballern hier durch die Map. Mhm. Ich habe im Gegensatz zu den anderen Akten, wurde ich jetzt irgendwie nicht so abgeholt von den Charakteren, hatte ich den Eindruck. Und auch die Cutscene hat mir jetzt nicht gesagt, wo ich bin. Nee. Oder? Stimmt. Nee, nicht wirklich. Also es war ja dieses Portal. So, und dann geht man da durch und jetzt ist man in so einer krassen Stadt und jetzt geht man runter und prügelt irgendwelche Korpulenten. Ja, also ne, wenn man das jetzt wissen will, dann muss man sich natürlich auch die ganzen Gespräche geben und so. Ja, aber auch von Tyrael, das war jetzt irgendwie... Weiß nicht, vielleicht habe ich das aus Versehen geskippt, kann gut sein. Ich glaube, wir sind da unten falsch abgebogen. Ja, machen wir Full Clear, ist doch geil. Na klar.
Ehre, Ehre, Ehre. Das finde ich super nice. Komm mir nicht in. Aber wie macht der in 3 Stunden hier alles? Und erzähl mir keinen Scheiß. Ja, also siehst ja, wie wir hier gerade durchgehen. Und der nimmt halt eine bestimmte Klasse, glaube ich, immer. Also nicht immer, aber der hat zum Beispiel immer ein Druide. So, das Video, was ich gesehen habe, war ein Druide auf Feuerelementar geskillt. Ja, oh. Wir standen genau davor. Schade. Ja, heftig. So. Und ja, damit ging's wohl. Großer Zauber, Ehre. So. Oh, ich bin ein bisschen Schaden. Ah. Warte mal, entspann dich mal. Ja, ich muss hier aufpassen. Ich leeche mich halt auch so nice hoch. Das ist irre. So, ich mach das heute. Wir können nächste Folge gerne bei dir das hier nochmal machen, weil wir jeder einmal diese Quest abschließen können. Ach, nicht beide? Nee, nicht gleichzeitig. Aber das ist gut, weil wir dann mehr Items rauskriegen. Tatsächlich. Ach, krass. Na gut. Dann hau ich da jetzt mal drauf. Und... Das ist das Ding, was er in seiner Brust hatte, oder was? Eine Elt. Ach du Scheiße. Was meinst Alter, du? Da kamen ja aber einige. Wo wollen die denn hin, Alter? Ja, die wollen... Das Gamescom? Sind die ganzen Seelen. Ja, Gamescom. Ja, die Seelen wurden befreit. Corona ist vorbei und jetzt geht's ab nach Köln. So ist es. Heftig. Ja, wir können auch in die Stadt und über den Wegpunkt gehen. Ja, klar. So. Ja, theoretisch, da sind jetzt rausgekommen Makellose und ein perfekter... Perfekt sogar? Maschall. Ja, ein perfekter Schädel. Wenn ich jetzt eine Dings hätte, eine Waffe mit Socke, könnte ich da schön den Schädel drauf ballern und... Kriegst du richtig Mana. Ja, und Leben auch, beides. Okay, Festung des Wahnsinns oder wohin? Flammenfluss? Flammenfluss wollen wir. Jo, Gemali wieder hier am Ping-Pong spielen. So, und das ist jetzt, wir haben jetzt tatsächlich noch eine halbe Stunde Zeit, um Diablo zu klatschen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Geil, echt, ich habe eine Tierrune. Ja. Krass. Wir brauchen aber Taltool Ort Am. Flammenfluss oder wohin? Ja. Ich gehe nur kurz nochmal heilen und was verkaufen. Hier ist Hadriel. Schnelle Erholung nach Treffer. Das bringt irgendwas, ne? Aber das ist gut, eigentlich ein guter Wert, aber ich halte es halt nicht so ganz. Scheiß drauf, ich verkaufe den Mana-Trank jetzt. Muss er sich selber was suchen. Hä? Was? Was? Flammenfluss! So, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir den Seelenschein verballert. Isoal weggeklatscht. So enttäuscht. Ja, komm hör auf. Und jetzt kommst du her. Gut. Hier steht jetzt, guck mal, ne? Hier stehen die krassen Leute. Lass uns hier durch. Und er ist Hadriel. Ja. So geht nun in das Lager des Schreckens. Haben wir doch gemacht, wir waren doch da schon. Der ist uninformiert. Naja, mein Gott. Naja, der hat uns jetzt erzählt, wie wir Diablo quasi befreien. Oder wie wir ihn beschwören. Denn im Chaos Sanctuarium, Junge, da wo wir jetzt hinlaufen. Chaos Sanctuarium, Junge. da ist es so, dass es 5 Siegel versteckt gibt. Und die müssen wir erstmal aktivieren, Junge. Wir müssen erstmal Strom drauf fahren. Und wenn das gemacht ist, dann erscheint Diablo vor uns. Aha. Und was dann passiert, erzähle ich dir dann gleich vor Ort. Das werden ja, klar, heute, gern. Werden wir heute alles schaffen. Und dann sind wir schon im 5. Echt? Ja. Krass. Ja, der 3. ist dann ja echt. Das ist der 4. Müssen die wissen. 4. Musst du wissen. Das ist der 4. Ab im 2. Tal! Oh, Tal! Tal geil. Ist richtig wichtig. Wichtig. Aber wobei, wir sind so heftig unterwegs. Taltool, Ort Amn. Das ist ein Zauberspruch. Aber sicher, dass man auf normal Aldi kriegt? Ja. Na, Amn, weiß ich nicht. Tatsächlich. Kann sogar sein, dass man. Hey, das sind andere Sturmrufer. Ja, die heißen einfach anders und sind heftiger, Digga. Keine Mana-Träge mehr. Jo, ich hab hier einen. So, geil. Und jetzt sind wir schon in der Basis von Diablo, tatsächlich. Aber keine Angst, er steht jetzt hier nicht auf einmal um die Ecke. Hier kommen jetzt erstmal noch einige Gegner. Oh, ein Ausdauer-Elixier. Nehme ich. Noch eins. Heftig. Mana-Schein. Fast genommen. Guck mal, jetzt siehst du über Alter. Mir diese gelben Dinger, ne? Das ist ein Fluch. Ja, das. Okay. Aber das ist nicht der Schlimme. Alter, ich. Also, die halten so viel mehr aus. Krass. Ja. So. Das Ding ist, ich habe dadurch echt Mana-Probleme, weil immer wenn ich ja Leute kill, kriege ich übel viel Mana. Aber ich kill halt einfach viel seltener Leute. Ja. Also jetzt habe ich voll gegen die Wand geballert. Weißt du, Digga? Naja. Passiert. So.
Wir klären hier erstmal schön entspannt. Amethyst, Junge. Alter, Plattenharnisch. Kann man schön verkaufen. Er kann gar nichts. Topaz. Rubin ist auch nicht. Wie viel Sockel wir haben, ne? Ja, die Edelsteine droppen hier ohne Ende. Das ist auch quasi eine gute Farmgegend. Später auf Hölle bist du die ganze Zeit hier und ballerst nur durch. Hier findest du tatsächlich auch so mit die höchsten Runen. Es gibt aber tatsächlich noch ein paar Orte, in anderen Ecken, wo man dann auch hingehen. Akte oder Ekte? Was ist die Mehrzahl? Der verfolgt mich. Ja. So, jetzt ein bisschen aufpassen hier. Vorsicht in der Box. Ja, ich knall da durch. Oh. Richtig. Oh, shit. Ey, ich hab wirklich so krass Mana-Probleme jetzt. Ich glaube, ein Feuerfluch. Irgendwas. Zack. Ah, der kann was. Jo, ich hau die anderen Geister hier um. Ja, das ist nochmal für dich nämlich nochmal doppelt blöd, weil du ja so schon Mana-Probleme hast und diese scheiß Geister, die auch noch das Mana abziehen. Das ist halt einfach unehre. Also der Akt ist als Zauberin unbelohnt. Was jetzt? Naja, wenn du kein... Ich hab einfach nur ein Portal gemacht, falls wir zurück wollen. Damit wir nicht ganz zurücklatschen müssen. Cool. Also was soll das jetzt? Danke. Ja, komm. Nee, danke fürs Portal. Ja. Also. Da oben hier ist ein blauer Ring. Wäre doch schön, wenn an mich gedacht wird. Ja, ein Mana-Tank liegt hier noch. Nimm dir es doch bitte mit. Gerne. Das gehört doch quasi dir. Was mit Jemali, Junge? Hier sind die Gegner. Oh. Ja. Zack. So, es gibt Siegel, die spawnen Gegner. Das ist ganz wichtig. Junge, was ist denn hier los? Ja, hier sind richtig viele. Aber wir rasieren. Was ist los? Bist tot? Ich hatte ein halbes Leben gerade. Mein Dude verreckt. Mein Dude ist tot. Eieiei. Hast du Mana? Okay, ich trinke jetzt tatsächlich mal ein bisschen. Alter, was ist denn da los? Ja, diese scheiß Zauberer sind heftig. Ist da ein goldener? Nee, ne? Nee, das war einfach die Masse. Ich mache halt keinen Schaden. Siehst du, wenn der Schaden mal fehlt. Ne Rall. Oh, Rall. Ja, gekreppt. Geil. Geil. Aber Mann, ich bin eingefroren. Ich hatte gerade übelst einen Leg-Spike. So. Ich hab's aktiviert. Ja, jetzt sind ja Leute rausgekommen. Das habe ich noch eben versucht, so ein Beiläufig. War ein bisschen chaotisch. Ja, so, sind alle tot jetzt. Oh, der hat Feuerimmunität. Da brauchst du gar nicht drauf. Ja, dann gehe ich da jetzt so rein. Ja, was hat mir getan? Oh, ein derber Langbogen. Junge, Alter, was hier auch alles... Jetzt kill den doch, Jemali! Junge, hau du doch... Jemali, box ihn um! Ich sehe halt nicht so viel Loot. Ach, ja. Okay. Ivan, okay, verstehe. Alles gut? Bei mir, ich bin wieder... Good to go. ...antiklimaktisiert, Digga. Ja. Ja, das waren schon 2 von 5 Siegel. Und hier in der Mitte. Das Problem ist hier wirklich Damage, ey. Hier spawnt er nachher. Hier in der Mitte kommt er gleich. Und du meinst, wir schaffen den schon, ja? Ja, na klar. Okay. Wir müssen da vielleicht ein bisschen aufpassen. Bei Duriel noch so 5 Folgen vorher. Alter, ich hab so Angst, Digga. Ey, ich glaube, wir schaffen das nicht. Scheiße, Digga. Jetzt hier so Diablo. Ja, na klar. Ja, wir haben halt beide Feuerresistenz. Junge, ich brauche 5000 Feuerbälle gegen die. Jemali, nicht sterben. Ich gebe dir einen Trank, Jemali. Nein! Jemali, nein! Ja, wir können gleich mal in die City. Ich finde es auch krass, dass man einfach von seinen Mates hier nicht die Lebensanzeige sieht. Also ja, irgendwie so als hat, meine ich. Ja. Das ist krass. Gut, wollen wir mal zurück unsere Leute wiederbeleben? Ja, let's go. Du hast ja ein schönes Portal gemacht. Ja, muss auch genutzt werden. Eben. Okay, let's go. Okay, let's go. 4600. Ich hab nicht genug Geld. Bitte gib mir Geld. Was? Heftig. Hier, nimm. Richtig nice. Erstmal bunkern. Ja, theoretisch, Alter, wenn du meine Truhe hier sehen könntest, was ich alles gebunkert hab an Saphiren, Amethysten, Topaz. Heftig. Ja, geil. Aber gefühlt brauchen wir das gar nicht, weil wir eh nur mit Runenwörter spielen. Naja, du kannst sie ja benutzen. Und alles andere kann man nicht sockeln. Ja, wir finden ja auch keine guten Items, die man sockeln kann. Da ist schon ein bisschen das Problem, weißt du? Ich muss noch einmal hier einkaufen. Ja, du hast doch kein Geld. Das ist richtig, aber ich hab
Aasgeierbogen gefunden, mit dem ich erstmal was verkaufen konnte. Richtig. Ja, ja, klar. So. Okay. Und auch so kleine Zauber haben wir noch gar nicht gut gefunden, ne? Ja, aber findest du auf normal auch echt nichts Krasses eigentlich. Entspann dich bitte. Ja, komm. Hier oben lang, bitte. Henno, hier. So. Alter, die schon wieder. Ja, ja. Ja, die nerven. Ja, die halten halt so viel aus, ey. Oh, lol, der eine ist hier gerade gespawnt. Ein bisschen... Jetzt krieg ich wieder ein bisschen Respekt. Weil der Schaden manchmal echt enorm ist. Ja? Piekt der manchmal? Ja, manchmal... Ja, manchmal droppt da so ein Viertel Leben weg, einmal so. Ein bisschen unbelohnt. Für mich kommen die auch so sehr vereinzelt. Also es ist nochmal doppelt bitter, wenn das keine fetten, juicy Gruppen... Also ja, gut, manchmal sind es juicy, fette Gruppen. Aber die Models sind alle so groß, dass sie... Mach die Magier weg. Da hinten in der Backline. Besser ist. Tschüss. So, dann kannst du mal hier das dritte Siegel aufmachen. Kommen wieder Leute, ne? Genau, die kommen jetzt hier hinter uns. Da sind sie schon. Wir haben einen Babo. Der steht ganz hinten. Auf den gehe ich mal. Feuerimmun, oder? Nee. Oh mein Gott. Ja, mein, der eine ist explodiert. Ein bisschen Angst. So, hier ist ein Kriegshammer, eine Rondache. Ja, irgendwie ist das alles nichts. Nee, also itemstechnisch ist es wirklich diese Folge bei dir... Wack. Katastrophe. Ja, absolut. Ich find's scheiße. Wär doch kein Level-Up. Find's scheiße. Nein, ich find's wirklich... Würde das hier gerne beenden wollen jetzt. Guter Mana-Trank. So. Echt? Nur ich brauch 3 Feuerbälle, 4 für diese Runen, Sturmrufer, Digga. So, wir haben's gleich, Max. Also jetzt wird's langsam. Bitte noch nicht dieses Siegel hier aufmachen. Wichtig. Doch, doch. Nein, nein, bitte nicht. Alter, pass mal auf, hab Respekt vor der Gruppe. Oh mein Gott! Junge, willst du mich verarschen? Ja, fast verreckt. Ja, und du wirst verfolgt. Ja, mach dich mal tot. Puh. Mach dich mal tot. Alter, ich bin gerade wirklich fast verreckt. Holy shit. Ja. Ich hab richtig schwitzige Finger gerade. Gar keinen Bock in das Scheiß. Es wird ja auch ich drück das Ding jetzt. Ne? Nein, mach's nicht. Denn wenn wir jetzt hier hinten drauf drücken. Dann ja, warte nur, ich hab gar keinen Mana-Trank. Echt? Dann geh mal in die Stadt, kauf dir welche. Nein, ich schaff das. Wir gehen erstmal. Da kommen jetzt richtig viele von diesen Giftfürsten. Also locker so 15 Stück oder so. Gut. Ich hab sie aktiviert. Gut. Mich verarschen? Ja. Hat sich so angehört? Gut? Hat sich so angehört? Ja, okay, gut, mach auf! Was kann jetzt sein, dass wir reinkommen und dass sie direkt vor der Tür stehen. Ja, gut. Also, ne, gut im Sinne von, okay, let's aber wir go. Können durch mein Portal gehen, das steht ja hinten. Ja, aber... Ja, okay. Ja, machen wir. Ey, das ist smart. Kurz durch... Oh ja, hier sind die schon. Hä? Ja, ja. Nee, hier sind nochmal andere. Ja. Aber die müssen wir auch machen. Nö, nö. Wir können auch diplomatische Gespräche mit denen führen und uns verbünden. Ich weiß nicht, ob die überhaupt mit uns reden wollen, ehrlich gesagt. Die sehen nicht so aus. Der Diablo ist doch nicht da. Muss doch voll frustrierend sein. Ja, der kommt ja gleich. Nimmst du für jemanden, der nicht da ist? Ist doch scheiße. Oh mein Gott! Ja, ja, die sind auch ultra schnell. Okay, ich geh all in. Mein Typ stirbt. Doch nicht, ciao. Oh mein Gott. Ich hab grad richtig kassiert. Ja, ja, der Typ ist heftig. Hä, hey, warn mich doch vor, ist er immer hier? Sind sie öfter hier? So. Kriegen auch null Damage. Okay, ich muss in die Stadt. Ich bin in die Stadt gegangen. Ich war richtig low. Holy shit. Ich auch. Kurz durchatmen. Hey, kommt der da immer? Wer ist er? Wir ja, ja, das der ist gekommen durch dieses Siegel. Lass uns schnell unseren Typen wiederholen. Ja, warte, warte, warte. Der rennt uns ja nicht weg. Hinterher. Also... Ich habe jetzt erstmal Meteor geskillt. Und dadurch. Also, spiel jetzt Meteor oder weiter Feuerball? Du spielst weiter Feuerball. Feuerball wird durch dein Meteor auch gestärkt. 5% Feuerschaden pro Stufe. Das heißt, ich habe hier jetzt schon 20% mehr Damage. Ja. Junge, ich muss alle Tränke neu kaufen, ne? Ja, ja, ich habe auch kein Geld. Die haben mir gerade alles abgezogen. Und hätte ich Teleport nicht, wäre ich gerade verreckt, glaube ich. Ja, bei mir ich war auch richtig dir. Knapp. Bei mir war richtig knapp. Ich hab jetzt auch ja, keine... du hast ja nicht mal Teleport. Das ist ja richtig übel. Ja, ja. Ich habe auch keine Regenerationstränke mehr. Das ist auch für Diablo nachher richtig scheiße. Ich habe richtig viele. Kann ich dir leihen auf Ehrenbruder-Basis? Okay.
Ich mach den Jamali wieder trocken. Ich beleidige den, Junge. Okay, wo gehen wir jetzt rein? Jetzt gehen wir durch Mainz, oder? Jetzt gehen wir durch Mainz, weil das ist nämlich jetzt unten. Ja, das ist geil. Mach direkt ein neues. Beste. Die so, haben ja alle nicht das Siegel mit... anfassen. Nicht. Doch. Nein. Hallo? Das sind jetzt noch so 4 oder 5 Leute, ne? Ja. Ich habe halt keine Übersicht. Ich weiß nicht mal, wie viele Leben da der ist hat. Einer. Hier, der war Half-Life. Okay, er hat richtig wenig Leben. Ich hab richtig gepanikt gerade. Oh mein Gott. Zack. Den brauche ich. Dann droppt der so eine Scheiße. Ja. Schlachtenstab? Okay. Ich habe jetzt mein Level up. Das ist schon mal gut. Oh mein Gott. Alter, das war Stress. Das war richtig Stress. Ich will die andere Scheiße aktivieren. Nein, noch nicht, bitte. Doch. Nein. Mach's 3, 2, 1. Er hat's gemacht. Gut, dann gehe ich ab in die Stadt. Viel Spaß. Mach ich alleine. Er ist die... Achso, der ist... Ich hab dir das 10-mal erzählt! Ich dachte, jetzt kommt eine Gegnergruppe nochmal. Junge, ich hab dir das 30-mal gesagt, mach nicht das letzte Siegel auf! Auf einmal wackelt die ganze Bude. Ich hab's nicht gemerkt. Oh shit. Junge, ich hab's dir extra gesagt, mach's nicht. Ich dachte, wir müssen nochmal in die Mitte und dann. Nein, der steht. Okay, also er steht da jetzt. Jetzt steht er eh schon. Dass er spawnt, oder was? Ja. Aber der ploppt tatsächlich nur auf. Der macht richtig Feuerschaden aus allen Quellen. Also aus der Feuerquelle. Aber der knallt richtig Feuer raus. Er ist nicht feuerimmun, oder? Nein. Aber ich hätte ultra gerne, wirklich richtig gerne ein paar Regenerationstränke. Wenn du welche hast. Gebe ich dir. Nice. Hast du selber auch noch genug? Ja, ich mach mir jetzt welche. Ich habe ja noch so einen kleinen. Also ich habe die kleinen noch und die fusioniere ich jetzt zu großen. Immer mitgenommen und gespart. Du bist echt ein Sparfuchs. Ich tatsächlich nicht. Oh mein Gott. Okay. Hashtag Fernseher. So. Junge, nimm den scheiß Low-Trank da. Sonst nehme ich den. Ja, nehme ich den. Hab ich noch okay, einen. Ich bin eigentlich bereit. Achso, okay. Ich nehme meine krassen Zauber noch mit. Du solltest das vielleicht auch tun. Ja, ich habe alle, die ich habe, habe ich dabei. Okay. Genau. Der macht. Wie gehen wir es an? Der macht Feuerschaden. Was er macht, sind verschiedene Attacken. Einmal hebt er so seine Hände nach oben und dann kommt quasi so ein Feuerring in alle Richtungen. Aber der hat so Rillen. Wenn du ein bisschen kann ich da rüber teleportieren? Du kannst da rüber telefonieren. Telefonieren? Genau. Dann macht er so. Kennst du von. 5, ja, 4, 6, 4, 6. Kennst du von Piccolo von Dragon Ball diese Teufelsspirale? Ja. Genau das macht er auch. So schön aus dem Maul aber und das kommt dann so in deine Fresse. Das macht Ultraschaden. Ultra. Rotiert das? Also dreht er sich dabei? Er dreht sich dabei und wenn er verfolgt dich quasi. Ach du Scheiße. Er ist auch richtig schnell im Laufen und. Was er noch macht, ist quasi, er hebt dann nochmal so die Hand oder stampft so auf den Boden, ich weiß es nicht. Und dann ist der ganze Boden unter Feuer, aber nur vor ihm. Also jetzt nicht alles, sondern so ein gewisser Flächenbereich vor ihm. Okay. Und er haut halt auch drauf. Ich hätte einen Junior-Call. Gerne. Wir gehen da jetzt richtig aggressiv drauf und ich spam ihm das Statikfeld in die Fresse, baller mir die Regenerationstränke und du machst den Rest. Und okay. Die Jungs hier. Irre. So machen wir's. Dann gehen wir durch dein Portal. Ja, du zuerst. Oh, ich hätte gelacht, hättest du direkt unter ihm eins gebaut. Okay. Okay. Aber du lass dich jetzt nicht im Stich lassen, ne? Nein, ich gebe Vollgas. Ja. Aber du brauchst die Aggro, deswegen. Oh, der steht da jetzt schon. Besser. Das ist, okay, das geht voll klar. Und drauf. Jawohl. Ja, der ist halt... Das ist halt mit diesem statischen Feld. So. Vollhelm, Krone, Alter. Heftige Sachen. Ich nehme mal den Vollhelm mit, Alter, und den Zepter. Vollhelm grün. Ja, es ist aber nicht so krass. Ich würde diesen Zepter gerne noch mitnehmen. Aber ja. Da ist noch ein. Ja. Also haben okay, wir, ja. Hey, Kalle, wir haben es hier geschafft. Ja, heftig. Ja, das Ding ist ja immer, die Leute schreiben jetzt, ich darf dieses Feld nicht benutzen. Ist mir scheißegal. Ja, mir auch. Dann spielt selber. Dann ist mir scheißegal. Das Spiel will mich bumsen auf Hardcore, dann bumse ich zurück. So.
Das ist die Regel. Ja, und damit sind wir tatsächlich in einer Stunde durch den vierten Akt durch. Aber eigentlich jetzt auch schneller, wenn man will. Ja, klar. Aber war schon ein gutes Tempo dafür, dass du das auch jetzt zum ersten Mal mitgemacht hast. Und ich bin hier jetzt gerade in den letzten Hallen da, wo wir eben waren, mich fast zweimal verreckt. Also ich habe auch gemerkt, das ist ein anderes Level hier gewesen auf jeden Fall. Ja. Also sprichwörtlich. Ja. Das war schon nicht ohne. So, jetzt erzähl doch mal, was der grüne Helm kann. Würde mich mal interessieren. Ja, ich schmeiß dir jetzt mal die anderen Sachen weg. Und der grüne Helm... Bei meiner war ja kacke. Also hier ist noch einer. Und das ist Eisenharz. Ja, der ist komplett Müll. Der hat nur ein bisschen Geschick und ein bisschen dumme Scheiße drauf. Ey, was ist das für ein Müll, Alter? Ja, ja, das sind die ganzen Low-Items. Es ist einfach... Warte, achso. Genau, ich wollte mir das nochmal angucken. Schöne Krone. Ja, ob unsere Mates halt hier was bekommen, ne? Ja, 5% Bonus zu Angriffswert. Klingt eigentlich gar nicht mal so scheiße. Sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit auch. Da könnten wir überlegen, dass wir den nehmen. Der hat zwar weniger DPS erstmal, ja, Einhandschaden, aber dadurch, dass er viel schneller angreift, könnte der geiler sein. Willst du den Helm deinem Dude geben? Achso, ja. Ich gebe dir hier mal alles zurück. Zack. Ja. Hat der genug Stärke? Jo. Also ich überlege tatsächlich, ob ich mal in West gehe und für meinen Dude einen Speer mit zwei Sockeln hole. Und dann da die krasse Scheiße reinpflanze, weißt du? Mhm. Aber was ist denn ein gutes Speer für unser... Wahrscheinlich, ja, ich weiß es nicht. Ja, am besten gehen wir erstmal im fünften, oder? Also es gibt ja, ja genau. Gehen wir hier durch das Portal, können wir mal wieder zugleich... Gleichzeitig, rein. Ne? Tyrael, was will er noch? Achso, er findet es nur geil, dass Diablo tot ist. Okay, dann 3, 2, 1, go. Geil, das war ziemlich zeitgleich. Ruhig wie Storion! Gut. Epilogue. Der Film ist übrigens richtig nice. Film? Ja, die hat 10. Achso. Ah, jetzt sind wir wieder beim Anfang. Ich hörte genau. Später, dass er besiegt. Ja, Epilog, klar. Das sieht krass aus. Boom. Und dass dieser Stein in der Höllenschmiede zerstört wurde. Ja, das haben wir ja vorhin gemacht, ne? Bis auf mehrere? Wir hatten nur einen. Richtig. Bei dem, was der aber auch gesehen hat, kann man auch nur crazy im Kopf werden, oder? Jo. Ach, er hatte die ganze Zeit einen um, ne? Ja, ja. Diesen kleinen gelben. Von woher hatte er die Nummer? Von Tarasha aus der Brust gezogen. Ah ja. Gebt mir, Tyrael. Vergebt mir. Arius, gebt mir den Stein und alles ist vergeben. Gib den mir, Marius. Nehmt ihn. Nehmt ihn, nehmt ihn. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist, Tyrael. Seht, was der Stein mir angetan hat. Ihr habt nicht versagt. Ihr habt genau das getan, was ihr tun solltet. Indessen, ich bin nicht der Erzähler. Nein! Oh nein. Heftig! Das hat ihr gut gemacht, Marius. Ich denke, nun sollt ihr euren Lohn erhalten. Alter. Ja, das ist okay, er ist ein Tentakelboy. Ja, Marius. Ach, du weißt gar nicht, wie Baal aussieht. Nö. Oh, krass. Okay, wirst gleich sehen. Ich gebe nämlich gleich noch eine Cutscene. Marius ist jetzt tot? Das ist ja ultra kacke. Das ist jetzt quasi das Ende von Diablo 2. Und damit endet das Spiel sozusagen. Und dann weiß man jetzt erstmal nicht theoretisch, was passiert. Bis kann man jetzt G drücken?
Nee, haben wir leider nicht. Das wäre cool. Na, die alte Katze mit Einblenden, ne? Es gibt, glaube ich, die Möglichkeit. Was bringt dir eigentlich seine Haustiere damit? Ja, weiß ich auch nicht. So, und jetzt müsste direkt im Anschluss, genau, das Intro für Diablo 2 Lord of Destruction. Akt 5, Junge. Oh, der Weihnachtsmann. Ah, vollautomatisch. Na klar, cool. Mit Bewegungsmelder. Was jetzt, Alter? Da stehen ein paar Leute vor der Tür. So, wir wollen die Ackermilch? Jo. Ist so eine epische Szene. Auch damals schon, richtig krass gewesen. Aber jetzt noch krasser. Ja, die Landschaft sieht übel heftig aus, ne? Ja. Ach, guck mal, auch vollautomatisch hier. Ja, klar. Ja, per Sonnenenergie alles angetrieben. Da würde ich der Weihnachtsmann. Ach, das sind alles Dämonen und Skelette und so. Ja, scheiße. Das ist einfach Xerxes. Jo. Ah, krass, die haben ein paar Bowsers dabei. Die tragen ja, sorry, was soll das sein, Alter? Ist das Ball, ja? Das ist Ball. Ja, aber ist ja doch nicht so Tentakel, eher spinnenartig, oder? Doch, wird schon Tentakel. Ist ja wirklich über 300 hier. Was meinst du? Xerxes. Genau. Hier nur noch ein paar Piercings, Alter. Jo. Ball. Jetzt hat er die Tür zugemacht, Affe. Ja, das ist das Problem mit dem Vollautomaten. Lieber Rewe, weißt du, wenn du um 22 Uhr vorstehst und nicht mehr die Tür aufgeht. Aber du brauchst noch Klopapier. Nur du sagst nicht Ball, sondern Toilettenpapier. Ball! Von Secheron stehen schon seit undenklichen Zeiten. Und du wirst sie jetzt nicht durchbrechen. Entferne deine üblen Dämonen von unserem Land. Ja, ein paar, ne? Wir stehen auf der Seite des Lichts. Der Chiron. Sollst du den Berg Ariad heftige Stadt ist. Der Berg Ariad? Ja. Was, du suchst. Was sucht er? Das ist der Berg, Junge. Okay. Wie er so mit sich bewegt, ne? Silence. Deine Position überdenken. Alter, der ganze Style, ne? Ja. Ist so schade, wie das mit Diablo 3 alles flöten gegangen ist. Hat er gerade einen Mittelfinger gezeigt? Oh, jetzt wird's windig. Diablo 4. Erinnert mich ein bisschen an McGonagall. Diablo 4 soll ja wieder düsterer werden wohl. Ja, ja. Bin ich sehr gespannt. Alter. Er platzt einfach. Nicht akzeptabel. Ist halt so Lord Grievous und Xerxes Name irgendwie. Und da sind die Bowsers. Die gehen jetzt durch. Zugriff. Ja, aber wo sind jetzt die Herrscharen der Festung? Ja, gibt's keine scheinbar. Der hat wahrscheinlich eine Wache geschoben. War nur er. Ja, der hat Wache geschoben. Lord of Destruction. Richtiger Gandalf. Boah, Heavy Metal, Leute. Jo. Ja, geil. Guck mal, der ist tot. Den hat's zerrissen. Der wollte eben Ackermatch, statisches Feld, Ende. Ende. Stufe 1, du Arschloch. Tatsächlich machen das aber auch alle in den öffentlichen Spielen, weil wenn da eine Zauberin drin ist und der Endboss gemacht wird, es gibt ja diese Baal-Runs oder Diablo-Runs, wo du dann einfach da die ganze Zeit durchrennst und halt immer XP-Farms und Items und da machen das die Zauberinnen auch immer, ne? Also, es ist vielleicht nur lame in Anführungsstrichen bei uns. Du, mir ist es scheißegal. Ja, mir nicht. Sind wir jetzt in der Festung? Wir sind jetzt in Harrogard. Das ist quasi auch so eine kleine Barbarenstadt. Und
Hier haben wir unser Lager aufgeschlagen. Was ist das hier jetzt für ein Land, für eine... Das ist jetzt quasi... Stadt. Also, Ariad, der Berg, ist richtig bekannt im ganzen Universum. Das ist halt ein heiliges Gerät sozusagen. Und da ist, in dem Berg ist jetzt diese Festung, wo Baal drin ist. Also, Weltsteinturm, glaube ich, oder Welten... Wie heißt das hier im Dings? Genau, Weltsteinturm, richtig. Und, in dem Weltsteinturm ist quasi der Weltstein, in so einer Halle. Und den will sich Baal aneignen und will ihn halt benutzen, um seine Macht zu vergrößern und ne, alle zu unterdrücken, bla bla bla. Und unsere Aufgabe wird es jetzt sein, diesen Weltenstein zu befreien von Baal und zu zerstören. Aber der generiert jetzt schon die ganze Zeit heftige Machtenergie und will damit so richtig schön einen platzen lassen. Und das, ja, wie eben. Genau, und das ist jetzt quasi... Kommt lore-technisch hier der Barbar her? Ja. Genau, das ist quasi Barbaren-Ausbildungsstätte hier, Number One. Und den Ort gibt es zwar so nicht, aber generell hier in der Umgebung, sag ich jetzt mal, bewegt man sich in Diablo 3 mega viel. Und da gibt es, da ist man auch wieder in dem Berg drinne, zum Beispiel im dritten Akt. Da muss man eines der obersten Übel töten. Asmodan heißt der. Aber ja, hier geht es jetzt erstmal darum, wir müssen jetzt hier erstmal vor der Tür aufräumen. Das wird dann in der nächsten Folge unsere Aufgabe sein, weil jetzt sehr heftige Belagerung stattfindet, haben wir eben gesehen. Und da gibt es so einen Kriegsfürsten, der hier vor der Tür steht, der seine ganzen Legionen hier die ganze Zeit ranschickt. Die müssen wir umboxen. Dann müssen wir noch eine Frau befreien. Und dann müssen wir noch Baal umklatschen. Alles klar. Ja, ich habe auch gesehen, hier gibt es wieder einige Wegpunkte. Ja, genau. Und gibt es auch wieder 6 Quests, nicht nur 3 wie in Akt 4. Also es ist quasi so ein richtiger Erweiterung. Ich glaube, damals hat das, ich weiß gar nicht, 10 oder 20 Euro gekostet zusätzlich. Und dafür hast du nochmal ordentlich Content drauf bekommen. 2 Klassen sind damit noch gekommen, Assassine und Druide. Ja. Genau. Na gut, okay. Ja. Geil. Dann haben wir es für heute, ne? Einfach in den letzten beiden Folgen 2 Bosse weggemacht. Ja, und wir sind theoretisch jetzt schon kurz vor Ende. Also... Ja. 2-3 Folgen vielleicht noch. Und dann ist aber wir sind jetzt auch heute, also du bist einmal wirklich fast gestorben. Das war... Ja. Da ist mir auch richtig Pumpe gegangen. Richtig krass. Gut. Also, schaut gerne nochmal in der Playlist vorbei. Hashtag Herzig2 auf Twitter. Weiter gerne auch Intros ballern, Junge, Mädel. Und ansonsten schönes Wochenende und schaut auf jeden Fall bei Hand of Uncut vorbei. Ne? Tschüss. Bis dann. Ja. Ihr Muggel. Tschüssi.